Die Behindertenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung hatte neben den Politikern auch 40 kommunale Behindertenbeauftragte aus ganz Bayern nach Wolnzach eingeladen. Denn nur wer sich austauscht, kann auch gemeinsame Ziele erreichen. Zum Beispiel eine Rechtsgrundlage für alle Behindertenbeauftragten der Kommunen. Also es gibt eine einheitliche Rechtsgrundlage, die ist nur nicht so verbindlich, wie sich das die kommunalen Behindertenbeauftragten wünschen würden. Wir haben in der bayerischen Regelung drinnen, dass Behindertenbeauftragte bestellt werden sollen von den Kommunen und Landkreisen. Was hier der Wunsch ist, ist, dass das verpflichtend passiert, dass auch die Ausstattung und die Stundenzahl, für die sie freigestellt werden, verpflichtend festgelegt werden. Das ist etwas schwierig, weil das eine kommunale Aufgabe ist, wo wir den Kommunen schwer Vorschriften machen können. Betroffene sind nicht behindert, sie werden behindert. Zum Beispiel von Architekten, die beim Planen öffentlicher Gebäude nicht daran denken, dass hier alle reinkommen sollten. Man kann öffentliche Verkehrsmittel so gestalten, dass sie von allen Menschen genutzt werden können. Das schließt eben auch Eltern mit Kinderwagen ein oder Menschen mit schwerem Gepäck oder die, die nicht laufen können. Die sind in dem Fall, in dem Moment auch mobilitätseingeschränkt, wie der Fachbegriff heißt. Andererseits geht es eben um die Gestaltung von öffentlichem Leben in der Gemeinde. Die Bibliothek soll zugänglich sein, das Rathaus, die Bürgersprechstunde. Auch an Stadtratssitzungen sollten Menschen mit Behinderungen teilnehmen können, als gewählte Vertreter oder als Bürger. Die Inklusion von behinderten Kindern in öffentlichen Schulen stößt bei manchen Kommunen auf Widerstand, vor allem wegen der Kosten. Alleingelassen sehe ich hier wirklich niemanden und es geht nicht immer nur um die Finanzen und die bestmögliche bauliche Ausstattung, sondern es geht vor allem darum, offen zu sein von seiner Haltung gegenüber den Menschen mit Behinderung, also die sogenannten Barrieren im Kopf abzubauen und jemandem einen Schulbesuch oder was auch immer zu ermöglichen. Wenn Kinder mit Behinderung in den Schulen von Anfang an dabei sind, wird dies auf lange Sicht auch im Berufsleben normal sein. So die Hoffnung der Betroffenen. Derzeit liegt die Arbeitslosenquote unter Behinderten über dem bayerischen Durchschnitt, auch wenn die Gewerkschaft in der Automobil- und Metallbranche Verbesserungen anerkennt. Die bayerische Sozialministerin hat in Wolnzach ein Sonderinvestitionsprogramm versprochen. Das werden wir machen, in einer Anschubfinanzierung schauen, wie es angenommen wird. Und dann kommt es einfach darauf an, wie lange es läuft und wie hoch die Bedarfe sind. Die finanzielle Ausstattung möchte ich wirklich nicht beziffern, weil das wäre wahrscheinlich wieder eher zu wenig als zu viel. Sondern das wird, ähnlich wie beim Krippenprogramm, soll das so laufen, dass es mit dem Bedarf aufgestockt wird. Das Krippenprogramm haben wir mehrfach aufgestockt. Denn entscheidend ist das Ziel und nicht, dass wir eine bestimmte Geldmenge ausgeben. Allerdings muss dieses Sonderprogramm erst nach der Wahl von der neuen Landesregierung beschlossen werden. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.